Ein Land unter Wasser. Seit einigen Jahren bekommen Bangladesch und seine 164 Millionen Einwohner den Klimawandel unmittelbar zu spüren. Wirbelstürme, Sturmfluten und Überschwemmungen häufen sich. Wohnhäuser, Fabriken und Werkstätten stehen regelmäßig unter Wasser. Und so häufen sich auch die Initiativen, sich der verändernden Lage anzupassen. Ein Beispiel ist dieses Schiffskrankenhaus, das im Norden des Landes am Ufer des Brahmaputra vor Anker liegt. Das Schiff gehört Friendship, einer lokalen NGO, die den ärmsten Menschen des Landes helfen möchte. Die Patienten stammen aus den umliegenden Dörfern, bis zu 200 täglich. Ein ständiges Kommen und Gehen. Wassertaxis bringen aus der ganzen Region Menschen heran, die von der günstigen medizinischen Versorgung profitieren wollen. Ein internationales Team behandelt sie. Ärzte aus Bangladesch und auch aus Holland, Frankreich und Großbritannien. Geleitet wird das Team von diesem Mann, Mohammed Abdullah, 35 Jahre alt. Die Arbeit ist kompliziert, denn es mangelt an Platz. Geduldig harren die Patienten in den engen Gängen aus. Und die Ärzte geben sich alle Mühe. Almost all facilities of the hospital. That means the outdoor service, indoor service, the operations and these eye operations, the general operations and the dental services also. All is doing in a small amount. So I think it's very ridiculous and it's amazing working is doing here to such doing a big jobs in this small amount of spaces. Zwei OP-Säle, die rund um die Uhr belegt sind. Bis zu 70 Operationen werden täglich durchgeführt. Häufig sind es orthopädische Eingriffe oder Operationen eines grauen Stars. Oder nur eine klassische Sprechstunde. If you build a hospital in a church, maybe it goes for some days. But the problem will be happens severe problem during the flood. When the flood will come, you know, this all these lands is just goes down under the water. If you put a hospital there, the hospital also goes under the water. So I think it's not a wise, very wise to put a hospital there because in during the flood season, it's not possible to give the services to the people within this water. Thank you. Bye-bye. Das Flussufer verdient den Namen Festland nicht. Es ist alles andere als solide. Die extrem sandige Erde hält dem Wasser nicht stand. Eine starke Strömung und das ist die Folge. An dieser Stelle zum Beispiel ist das Ufer in wenigen Jahren um 5 Kilometer zurückgegangen. You can see the river is taking this this soil and you know all these layers of the soil is goes inside the river. Yes, but it's the nature of the river. When the river is taking one side, it usually grows in the another side. You can see that's church, but that's island. It was not in the last year. There are so many people who are living here. That's sometimes he maybe have a lot of lands here, but now he is zero because all this is taken by the river. Mehr über die Lebensverhältnisse seiner Patienten erfährt Mohammed im 10 Minuten Fußmarsch entfernten Dorf Shaka Hati. Vor ein paar Monaten erreichte der Brahmaputra seinen höchsten Wasserstand seit 1975. Nichts blieb von ihm verschont. Die NGO Friendship betreibt hier eine Krankenstation. Auch sie wurde überschwemmt.
Jetzt ist sie endlich wieder einsatzbereit. Mohammed weiß, heilen heißt auch zuhören. Die Dorfbewohner müssen darüber sprechen, was ihnen widerfahren ist. Nach diesem schrecklichen Erlebnis ist Morgina umgezogen. Sie wohnt jetzt auf einer Anhöhe. Wie alle Familien im Dorf sucht sie nach Lösungen, um der nächsten Überschwemmung zu trotzen. Die Mittel, mit denen sich die Dorfbewohner den immer heftigeren Überschwemmungen stellen, sind dürftig. Und auch der Staat, einer der ärmsten der Welt, kann nicht viel tun. Also springen Privatleute in die Bresche. Das Schiffskrankenhaus wurde von Runa Khan ins Leben gerufen, einer Frau aus dem lokalen Großbürgertum, die ihr Geld, ihr Netzwerk und ihr Engagement in den Dienst der Ärmsten stellt. Ihr Engagement machte sie berühmt. Und so gelingt es ihr, Finanzierungen zu sichern, oft aus dem Ausland. Trotz ihres straffen Zeitplans stattet sie ihren Teams hin und wieder einen Besuch ab. So auch heute. Assalamu alaikum. Hallo, Assalamu alaikum. যে কামে চাপ আমি বোধ হয় এবার বিদেশ থেকে আইসা বোধ হয় একটা দিন একটা শুক্রবার ফ্রি পাইনি এখানেই তো প্রায় কিছুদিন আগে আসছিলেন তোমার অবস্থা There are people who've lost their homes 44 times, 48 times. You know, every time you move, there are more than 10,000 people. I mean, now it must be even more. 10,000 people every day, you know, internally migrating in Bangladesh. And every time that they are moving, they are so vulnerable, you know. They're like refugees. So I need to equip them, you know. I need to strengthen them. I need to strengthen their health. Because if you are sick, you die. It's just simple. There is no way you can reach healthcare here. These people, they need hope. You see, how do you give these people hope?
You give people hope when they know that they can stand on their own feet. I have deepest hope for these people. Look at the resilience and courage that they're living with every day. How can you not have hope for this? I have hope. Am nächsten Morgen begleiten wir Runa in ein Dorf nahe am schwimmenden Krankenhaus. Sie will dort mit den Einwohnern sprechen. Der Besuch dient auch dazu, Fotos zu machen und ihr Image als Frau der Tat zu untermauern. Das kommt bei den Geldgebern gut an. Runa versteht es, sich in Szene zu setzen. Everyone has to make choices of battles. My battle was to be with them and to ensure that they are equipped for tomorrow. What are you going to do when this happens? You are going to make a cluster of 60% of the population and kill them? What are you going to do? So, how is it that people can be so blind? তাহলে বাপ বাচ্চাদের খাওয়ানোর অবস্থা এইটা কেন? তাহলে বাপরা খাইতেছে, বাচ্চাদের খাওয়াবো না। কোন কথা হইলো এটা? Wir reisen weiter bis ins Zentrum von Bangladesch, an einen Zufluss des Ganges. Auch hier ist das Wasser über die Ufer getreten. Wissenschaftler schätzen, dass in ein paar Jahren mindestens ein Viertel von Bangladesch ständig unter Wasser stehen wird. Über 40 Millionen Menschen werden in höher gelegene Gebiete ziehen müssen. Auch Mohammed Rezwan zwingt der Klimawandel zum Handeln. Seit 2002 baut der Architekt schwimmende Schulen, ebenfalls mit ausländischer Finanzierung. 111 Boote sind in Betrieb, 34 weitere im Bau. Mohammed besucht die schwimmenden Schulen regelmäßig, um die Schüler abzufragen. I saw many of my friends, relatives, they couldn't go to school because of lack of transportation. All the ways to school got under water, and some schools were also under flood water at the time. And since then, I always wanted to do something. And I studied architecture, and I cannot build things, stationary things in my community. If I build a stationary school, they're going to be under water. So the only solution was to have a floating community. পাহাড়ের উপরে বরফ জমে। যখন গরম আসে ওই বরফটা গলে পানি হয়। এগুলো ড্রেন। নদী কিন্তু আসলে নদী এক ধরনের ড্রেন। ড্রেন মানে বুঝো তো, যেদিকে পানি যায়। জল মানে Mohammed will, dass die Kinder etwas lernen. Was sind die Folgen des Klimawandels? Obwohl sie direkt betroffen sind, wissen die Schüler nicht immer Bescheid. সমুদ্র কি করবে? উপর দিকে উঠবে। কারণ সমুদ্রে পানি রাখার জায়গা নেই। ও উপর দিকে জায়গা নিতে থাকবে। এবার নিতে তাকে দেখো, ম্যাপে দেখো যে সব পানি নিচে চলে যাচ্ছে। Nach dem Unterricht wird das Boot zum Schulbus und bringt die Kinder nach Hause. Roxana wohnt etwas weiter flussaufwärts.
Zu Hause wartet ihre Mutter auf sie. Gemeinsam bereiten sie das Abendessen zu. Ohne Mohammed ginge Roxana nicht so oft zur Schule. Mohammed sieht nach dem Unterricht auf seinen Baustellen nach dem Rechten. Er bemüht sich, immer noch schneller zu bauen. Denn die Zeit drängt aufgrund des Klimawandels. Für Mohammed steht fest, der Kampf gegen die Erderwärmung geht alle etwas an. As climate change is our problem, so we have to develop solution for ourselves. People from other countries, they are not going to come here and solve our problem because these are a very local contextual problem. It is not only the government should have a strong role to play. Yes, they can make the policies, they can implement big projects, even create awareness. At the same time, as an individual, everyone should think, behave not like they used to be. They have to act like considering the present time. And in this way, we'll be able to solve our big issues like climate change. Wir verlassen den Ganges und reisen weiter in den äußersten Süden des Landes. Die Region Shatkira liegt nahe am Meer. Immer wieder strömt Salzwasser auf die Reisfelder und vernichtet die Pflanzen. Seit einigen Jahren häufen sich die Wirbelstürme und bedrohen das Leben der Einwohner. Noch immer denken sie mit Schrecken an den Zyklon Ayla. Shefali musste ihr Haus verlassen. Der Zyklon Ayla hat ihr alles genommen. Wie viele andere hat sich auch Shefali an die Versalzung der Böden angepasst. Sie hat den Reisanbau aufgegeben und züchtet jetzt mit ihrem Mann Flusskrabben. Jeden Tag bringen die beiden schwere Säcke vom Fluss bis zu ihrer Farm. Die Krabben werden in den Mangrovenwäldern gefangen, in diesen kleinen Käfigen gemästet und dann auf dem Markt verkauft. Viele Leute in der Region verdienen inzwischen so ihr Geld. Manchen Einwohnern wie Shefali hat das zu Wohlstand verholfen.
10 Jahre nach dem Zyklon Ayla besitzt Shefali ihr eigenes Haus. Sie ist Mitglied in der lokalen Handelskammer und wird für ihre Krabbenzucht ausgezeichnet. Und doch denken sie und ihr Mann mit Wehmut an die Zeit zurück, als das Süßwasser ihnen ein autonomeres Leben ermöglichte. Alle aus dem Dorf versuchen, die Situation möglichst gut zu meistern. Die Region wird heute mindestens einmal jährlich von einem Zyklon heimgesucht. Und die Bewohner versuchen, sich zu schützen. Zum Beispiel durch das Pflanzen neuer Mangroven. Jahrzehntelang waren sie nur mit ihrem eigenen Elend beschäftigt und beuteten die Wälder rücksichtslos aus. Heute will Shefali diesen Fehler wieder gut machen. Wenn das Wasser weiter steigt und die Zyklone intensiver werden, können die Einwohner dieser Region nicht mehr standhalten und müssen umziehen. Shefali lebt nahe der indischen Grenze, einem 3200 Kilometer langen Bollwerk aus Gittern und Stacheldraht, das in der tropischen Vegetation fast verschwindet. Eine diskrete, doch unüberwindbare Grenze, gewollt und gebaut von den Indern. Gefangen und durch die längste Grenzmauer der Welt isoliert in ihrem eigenen Land, müssen sich die Menschen in Bangladesch ihrem Schicksal stellen. Trotz ihrer Widerstandsfähigkeit und ihres Mutes. Ein schweres Leben.